Skifahren war immer meine Leidenschaft. Hinterm Haus bei uns war der Sammelplatz von der Skischule. Und schon mit 3, 4 Jahren bin ich da immer hin und habe da mit der Skischule ganz normal mitgemacht. Und sobald eine Gruppe zum Lift gegangen ist, also zum großen Skilift, da habe ich mich gleich dran gehängt. Meine Eltern haben mich am Anfang immer gesucht, wo ich auf einmal hingekommen bin, bis nachher der Liftwart immer angerufen hat. Hey, eine Kleine, die ist bei uns beim Skifahren. Bei einem Hund warst du immer ganz ehrlich, wie du dran bist. Also. Sitzt da und freut sich, wenn du heimkommst, du bist traurig, wenn du fährst. Und das ist einfach schön, die Ehrlichkeit. Ich komme immer wahnsinnig gern wieder heim. Meine Eltern haben mich, glaube ich, dazu erzogen. Also, für uns hat es immer nur Sport, also nur Sport, viel Sport gegeben im Leben. Ich habe mehr oder weniger alles gewonnen gehabt, was man gewinnen kann. Und dann fällt man in so ein Loch mit so vielen Verletzungen. Und ich war sehr oft dran, dass ich einfach alles hinschmeiße und dass ich aufhöre, weil ich mir oft noch die Sinnfrage einfach gestellt habe. Da war der Roland an meiner Seite, der was mir da brutal viel Vertrauen gegeben hat wieder und mich brutal unterstützt hat und gesagt hat, kämpf einfach weiter.